Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Mod-Vorstellung. Heute geht es um den Dynamic Lights Mod. Und der fügt eben Lichteffekte hinzu. Meinetwegen, wenn ihr jetzt Fackeln und so habt. Hier, das sieht man jetzt nicht, ja. Ich habe deshalb mal hier einen Berg eingegraben. So, mach hier mal zu. Dann sieht man das mal. Also, Glowstone leuchtet. Lava-Eimer leuchten. Redstone, Redstone-Fackeln und normale Fackeln. Hier sieht man vielleicht schon die verschiedenen Lichteffekte. Also, Lichtlevel stärken. Fackel ist stark, glaube ich 14. Redstone-Fackel, weiß ich nicht, das müsste 10 oder 11, 12 sein, weiß ich nicht, das Lichtlevel. Das ist wieder 15, glaube ich, und das ist auch 14. Oder weniger. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt einfach mal gemutmaßt. Dasselbe ist auch, also wenn ein Creeper jetzt explodiert. Hier habe ich mal einen Creeper vorbereitet. Ja, unglaublich, oder? Ah. Hallo, 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 hallo. So. Pass auf, der leuchtet gleich. Gleich leuchtet er. Ich mache das jetzt mal so. Game Mode. Und ne, Null. Und dann macht's bumm. Bumm. Bumms, so macht's. So, der hat gerade noch geleuchtet. Hier sieht man es eben. Disco, 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 yeah. Okay, das war meine Mod-Vorstellung. Ach ja, was übrigens noch cool ist, zeige ich euch gleich nochmal im Ding. Ihr könnt es übrigens auch meinetwegen als Signalfackel benutzen. Passt mal auf, ich suche jetzt hier mal eine dunkle Stelle und dann geht's. Warte, warte, warte. Hier so und dann. Das ist doch mega geil. Das quält mir. Wenn ich mich jetzt hier mal runtergrab, dann sieht man das noch ganz deutlich. Ah, unglaublich. So, das dürfte reichen. Dann sieht man das gleich. Ich werf das hier rein. So, und dann. Das war jetzt ein bisschen verzögert. Oh, das sieht so mega geil aus. Ich mach das gleich nochmal. Und. Das fängt ein bisschen spät an, aber egal. So, das war's auf jeden Fall mit meiner Mod-Vorstellung schon. Also Dynamic Lights werde ich auch, werde ich auch verlinken in der Beschreibung. Auf der Seite Minecraft Modding, weil die ist wirklich gut. Die zeigen euch auch, wie ihr es installiert. Ich kann es euch selber auch noch mehr erklären. Also das jetzt für die 1.6.2. Ihr geht einfach in, also ihr downloadet es euch einfach, macht es mit WinRAR oder WinZip auf. Ja, macht das einfach auf. Und ich kann mich gar nicht konzentrieren gerade so. Macht es einfach auf und ja. Das war's dann. Nee, Gott. So, dann macht den Setup-Ordner auf. Setup ist da drin. In dem WinRAR-Ordner ist ein Setup-Ordner drin. Den öffnet ihr. Da ist dann ein Ordner drin, der heißt Mods einfach nur. Und den zieht ihr dann in eure Minecraft-Jar rein. In euren Minecraft-Ordner rein. Integriert den quasi in Mods rein. Und dann habt ihr es schon. Ja. Dazu braucht ihr aber allerdings Forge. Und ja, das denke ich mal, ist leicht zu installieren, das zieht er auch einfach rein, das Drag-and-Drop-Installation, also das dürfte eigentlich einfach gehen. Naja, dann sehen wir uns entweder bei den Let's Play oder bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mir mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen, ob ich das nochmal machen soll. Also, bis zum nächsten Mal. Servus!